Einen wunderschönen Dienstagnachmittag wünsche ich euch. Hier ist eine neue Folge LS19 hinter KFX zusammen mit der bezaubernden Zoe, dem Martin, dem Sören, dem Eggy, dem Jürgen und auch meiner Wenigkeit. Schönen guten Tag. Hallo. Moin. Hallöchen. Na, Schnuggis? Oh, Betriebskassenfahrzeug. Ich will das schon wieder lesen, ne? Da gibt schon wieder irgendwer Geld aus. Oh. Und wie. Oh, das ist bestimmt Martin. Wollen wir wetten? Der ist schon wieder. Gestern, ja. Heute. Gestern, heute. Junge, und der zieht das, glaube ich, die ganze Woche durch. Die ganze Woche nur am Futtern. Aber ehrlich, ey. Mittagszeit. Und Martin, was hast du so gemacht? Jo, gegessen. Die ganze Woche nur gegessen. Stopfen. Genau, stopfen. Ja, ihr Lieben, ihr seht wieder links am Bildschirmrand, der gute Jürgen ist wieder im Wald unterwegs, glaube ich, wenn ich das so richtig sehe. Jo. Er holt endlich mal den Wald ab. Der mal vor Ionen von Folgen mal angesät worden ist. Damals. Warum auch immer jemand sowas macht. Damals. 1845 im Schützengraben. Der ist Anno 1700. Genau. Anno 1800. Ja, ihr Lieben. So sieht das aus. Und, freut ihr euch? LS22, ja? Gut, Eggy spielt ja schon seit 15 Wochen, ne? Hab ich gehört. Ja. Ich hab jetzt mal die kleinen Ballenpresse ausprobiert. Okay. Okay. Ja, was man. Lounge-Funktion. Was man ja so mittlerweile am Videomaterial gesehen hat, das ist echt vielversprechend. Jo. Vor allem, ich find's auch geil mit dem, dass jetzt endlich unterschieden wird zwischen Scheibenegge, Grubber und Flug. Gut, Flug und Grubber war ja sowieso schon immer, aber dass jetzt auch, ne, die Scheibenegge einen anderen Unterschied hat, das finde ich schon cool mittlerweile. Dann bin mal gespannt, wie das tatsächlich ist mit den Steinen, ne? Ob man das wirklich optional hat oder ob du jetzt quasi noch einen Arbeitsschritt mehr hast, irgendwie, keine Ahnung, nach dem dritten, vierten Mal, ne? Dass du Steine sammeln musst. Ja. Da bin ich auch mal gespannt. Ich bin auch mal gespannt, wie das mit den Tieren aussieht, weil in dem einen Video wurde da gesagt, dass eventuell, steht ja glaube ich nicht fest, aber dass man dann halt, ne, irgendwo hingehen kann, Zäune abstecken kann und da seine Tiere reinschmeißen kann. Das ist natürlich auch geil, wenn du so eine, ja, nicht mehr festgebundene Weide hast, sondern kannst wirklich hingehen, ne, Zäune stecken, wie im echten Leben ja auch, ne, wie so zum Beispiel ein Schäfer macht. Da gab es schon neue Informationen zu. Ja? Dann erzähl. Also, du hast vorgefertigte Weiden, halt so wie man es jetzt auch hatte quasi. Die kannst du überall hinstellen, wo du willst. Aber selber eine Weide bauen, das geht nicht. Da hatte Renny ein Interview mit Lizardhahn gemacht. Ja. Okay. Na gut, aber es ist ja trotzdem irgendwie so ein bisschen geil, finde ich. Ja. Auch wenn und eventuell... Ja? Und eventuell kannst du auch Weiden und Ställe miteinander kombinieren. Das war ein möglicherweise eventuell vielleicht. Ah ja, okay. Aber was ich auch gesehen habe, dass die Textur bzw. die Farben kräftiger geworden sind, finde ich. Viel, viel kräftiger. Also ein bisschen plastischer sah das aus, fand ich. Also ich bin mal gespannt, wie es dann im Ende aussieht, aber... Ich fand ein bisschen Lego-mäßig fast, ne? So von der Farbintensität her. Ja. Was cool. Aber das mit den verbesserten Texturen, das wurde ja auch mal Zeit. Ja, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ja, wobei, ich meine, man sieht es ja hier auch im LS19, das ist ja echt auch sehr stark abhängig davon, was für ein Map-Modder da dran gewesen ist, ne? Ja, so, da vorne ist noch nicht komplett gegrubbert, das hast du gesehen, ne? Ja. Wollte gerade sagen, so dein Ansehen bringt nichts. Warum? Hast du die Einzelkorn, oder was? Ja. Aber das ist keine Direktsaat, oder?
Nee, aber Martin ist schon vorher mit dem Grubber. Achso. Ja, nur die eine Ecke, wo du jetzt lang fährst, da fehlt ein Stück. Ich muss da gleich querfahren. Ja, achso. Ja. Okay. Ich warte. Ja. Ansonsten, was auch gut, was ich gut finde mit dem Wind, dass er sozusagen die Windrichtung bestimmt wird. Was dann auch durch die Felder geht. Ja, weil er sich finde ich ganz cool. Können wir uns dann drauf einstellen, dass der Kalt durch die Map fliegt oder was? Ja, genau. Nur bei Windstille kannst du kalt. Und ich bin halt echt mal gespannt, wie das aussieht mit Season und hier Precision Farming und hast du nicht gesehen. Kann man ja wohl ausstellen, so wie ich das mitgekriegt habe. Soll ich da wegfahren? Nee, alles gut. Da war ich ja dran. Nur hier hat er es nicht genommen. So haben sie gesagt, ja. Ah, oh, wir sehen es, werden es ja sehen. So gut wie alles optional abwählbar ist. Ja. Aber ist nicht mehr lange hin, ne? Ja, September haben wir schon, ne? Fast. Fahr doch einmal komplett rüber. Geht nicht. Oder meinst du komplett durch die Bahn? Ja. Den mittleren Teil mache ich gleich. Ja, bis November ist nicht mehr lange. Die meisten warten noch auf den Sommer, ne? Und wir reden schon von November. Ja, ist echt ja, so, ne? Ja, der Sommer will nicht mehr kommen. Da brauchst du dir keine Hoffnung mehr machen. Och. Muss ein anderer genommen werden, der ist zu groß. Der schafft das nicht. Die Bodenwellen sind zu groß. Ab morgen wird's besser. Meinst du? Machen wir beim nächsten Mal mit. Alles klar. Warum hast du deinen Wetterfrosch oben festtackert? Mhm. Warte, so. Sehr schön. Also, hat man die Schilder hier mit Colli oder ohne? Weiß ich jetzt gar nicht. Ohne. Ach, siehst du, und weißt du, wen ich gestern noch vergessen habe? Asche über mein Haupt. Daniel. Ich habe Daniel vergessen, verdammt. Daniel ist noch an der Nordsee. Ja. An der Nordseeküste. Ach, hier hätte ich ja rechts fahren können, ne? Hä, wo war denn das jetzt? Daniel macht den Klaus und Klaus. Genau. Daniel macht den Klaus und Klaus. Ich versuche die aus der Flens-Werbung nachzumachen. Ja. Fehlt nur vom Mainz-Auto. Schaukel den ganzen Tag und alle halbe Stunde plopp. Ja. Naja. Jo, so habt ihr denn schon mal die besten Preise eingestellt in dem Preiskalkulator? Nö. Nö? Eieieiei. Müsst ihr machen. Damit wir Best Price kriegen, weißt du. Frage, was ist der letzte Preis? Wo ist der letzte Preis? Weißt du? Alter, krieg ich woanders, aber billiger. Ja. Dann geh doch woanders! Ach nee, das war was anderes. Dann geh doch. Zu Punkt, Punkt, Punkt. Genau. Dann geh doch ins Ghetto. Eggy, wo willst du denn hin? Ach, was? Ich will es sauber machen. Oh, restlos. Jetzt kannst du dich da austoben. Okay. Ja, wobei man sagen muss, allein die Androhung des Hochdruckreinigers hat gereicht, dass der Dreck von alleine abfällt. Da hinten hat man den. Ja, unter dem Unterstand. Nicht waschen, dein Dreck ist so alt, der wird nur noch vom Dreck zusammengehalten. Ja, genau. Wie sagt Sören immer Patina, ne? Ja. Fatima? Fatima. Ne, das ist was anderes. Was der da noch? Oh, weiß ich nicht.
Wieso sind da so wenig drin? Was? Wo ist ja, hier im Anhänger. Nur 18.900 Gerste. Zu hören, hast du davon schon genascht hier im Vorbeifahren? Die ersten Kaltschale hat er sich gemacht. Ja. Kinder-Country. So, mal gucken, wo steht denn mein Trecker? Irgendwo. Das meiner? Ne, Steyr fahre ich nicht. Ne, warum denn? Hier ist ein Messer Ferguson. Ach, scheißegal, ich nehme es irgendein. Bohrentrecker. Damit ich die Beine einsammeln kann. War schon mal noch dein Kettenpanzer? Nö. Hab ich doch nicht mehr. Ich hab doch jetzt, glaube ich. Ich hab keine Ahnung, was ich für einen fahre. Ist Sonny auch ein Johnny? Ich meine ja. Ich glaube, den, wo der Martin vorhin gehabt hat, oder? Mit der komischen Cherrybox vorne drin. Nee, die Cherrybox war nicht meine. Mhm. Er hat den 6er Johnny. Wir können auch Feld, also die Hoferweiterung, wo die Pferd, wo der Pferdestall drauf ist, das kann auch gemäht werden. Ist nämlich auch fertig. Mähen wir die Pferde weg. Ja, wir mähen die Pferde weg. Unsere Felder sind ja leider noch nicht so weit. Ich fahre jetzt mal zum Sören. Kriegst du einen Leiterwagen mit? Jojo, hab ich hinten dran. Na warum denn? Na, weil darum? Na dann. Na dann. So, wie fährst du eigentlich? Du fährst total komisch. Ich habe ja gedacht, es sind zweimal dieselbe Variante an Treffen, aber irgendwie der eine ist nur im Kreis gefahren und der andere wenigstens hin und her. Ha. Ja, wir haben uns da leider nicht abgesprochen, tut mir leid. Also von der Trash-Variante würde ich sagen, Eggy hat die 27 oder was das hier ist gedroschen und du da eins. Hm. Ja. Da hast du recht. Naja, kannst du mal kicken, wa? Ich erkenne die Leute am Dreschen. Neue Challenge. Wer hat welches Feld gedroschen? So, dann komme ich mal und düngen die Felder schnell, ne? Jawohl, ja. Das eine muss auch noch gekalkt werden. Ey, wir haben immer noch 1,2 Millionen, Alter. Ey. Leck mich fett. Neue Traktoren brauchten wir nicht, ne? Ich meine, jetzt können wir ja mal drüber sprechen. Daniel ist ja nicht da, ne? Genau. Aber das können wir mal morgen bequatschen. Ihr Lieben, wir sind nämlich fertig für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da, schreibt in die Kommentare und wir sehen und hören uns dann morgen wieder. Bis dahin, tschüss und bye bye. Bye bye.